wir arbeiten schon primär auf der Straße, auch wenn sich das in den letzten Jahren verändert hat. Einfach weil wir im Graffiti unsere Wurzeln sehen und einfach auf der Straße angefangen haben zu malen. Und auch wenn wir jetzt in den letzten Jahren vermehrt mit Galeristen zusammengearbeitet haben, ist es das, was uns ausmacht. Große Wandbilder. Je größer, desto besser. Ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Ding und jeder, der da mit involviert ist in dieser Bewegung, das ist ja die jüngste Kunstbewegung, weil sie auch so besonders ist, weil sie auch global stattfindet durch die Medien, ist schon einfach total interessant zu sehen, was daraus wird. Also die erste große Welle ist ja auch wieder vorbei und jetzt entstehen verschiedene Ströme. Also wir sind echt selbst am Beobachten und finden das total spannend eigentlich. Grundsätzlich sind unsere Arbeiten sehr nah an uns, sehr nah an unserem Leben dran. Und wenn man sagt, dass wir Tagebuch führen auf Wänden, ist das durchaus auch eine Möglichkeit, das so zu sehen. Das City Leaks Festival, auf dem wir uns gerade befinden, ist auf alle Fälle eine sehr, sehr spezielle Geschichte. Also wir haben auf sehr vielen Festivals weltweit schon gemalt und dass hier einfach so viele Giebelwände im Zuge eines Festivals gestaltet werden, ist eine Sache, die sehr bemerkenswert ist, die ich in der Form noch nie mitbekommen habe. Und ich denke, die Stadt Köln wird irgendwie am Ende September interessanten Eingriff in ihr Stadtbild erfahren haben. Und das ist aber auch ein mutiges Konzept, weil das ja dann nicht so konzentriert ist und man dann eben, also man sucht mehr Konfrontation und hat wahrscheinlich auch mehr Erklärungsbedarf den Bürgern gegenüber. Aber es ist okay, es ist mutig, es ist Zeit dafür auch, ne? Ja.